Menschen des Internets, herzlich willkommen zu einer neuen Folge DevPlay. Bei euch ist es heute Dienstag, falls ihr auf YouTube oder den Podcast-Anbietern unterwegs seid. Oder Sonntag, in diesem Fall guten Morgen, bei der GameStar, im GameStar-Plus-Bereich. Heute wird ein bisschen Grundlegendes verteilt. Ich möchte nämlich super gerne mal abgleichen, was ist denn eigentlich ein Technical Alpha? Was ist denn eine generelle Alpha? Was ist eine Beta? Sind Spiele, die 2 Wochen vor ihrem Release einen Public-Beta-Test machen, auch wirklich im Beta-Status? Da habe ich tatsächlich gar keine Ahnung, deswegen komme ich heute naiv her und frage ein bisschen was. Und es gilt auch zu klären, in welchem dieser Stadien man welche Änderungen noch vornehmen kann. Wann kann man Features noch reinschmeißen, wann sollte man sie rausschmeißen. Und dafür habe ich mir natürlich ganz, ganz viel geballte Kompetenz in diesen Call eingeladen. Herzlich willkommen Jan Klose von Deck 13. Hi. Herzlich willkommen Anthony von Keen. Hallo. Und hallo Björn Pankratz von Piranha Bytes. Schönen guten Tag. Jan, was ist eine Technical Alpha? Das Schlimmste, wenn man mit Anwälten redet und denen eine Frage stellt, ist immer, dass die antworten, es kommt drauf an. Und dann sitzt man da und verdreht die Augen und sagt, das hilft mir ja gar nicht weiter. So ist es auch mit der Technical Alpha. Also es gibt, glaube ich, in fast jedem Entwicklungsstudio, glaube ich, verschiedene Definitionen, was ist eine Alpha, was ist eine Beta und so weiter. Aber es gibt trotzdem Dinge, an die man sich immer halten kann irgendwo, glaube ich, die relativ universal sind. Was wir sagen, ist erstmal, um überhaupt dieses Alpha und Beta und Master-Ding zu haben, wir sagen, eine Alpha-Version ist eine Version, wo das Spiel im Grunde vollständig gebaut ist. Da sind alle Features drin, da ist eigentlich auch aller Inhalt drin und das eigentlich ist der große Punkt. Das heißt, in der Alpha-Version ist alles noch schief und krumm, stürzt ab und irgendwas ist dann wahrscheinlich doch noch nicht ganz fertig. Eine Beta-Version ist im Grunde fertig, beinhaltet aber ganz viele Fehler oder ist schlecht balanciert. Kann natürlich auch schon toll balanciert sein, aber das sind die Sachen, an denen man wahrscheinlich noch am meisten arbeitet. Fehler beheben, das Spiel besser balancen. Und dann gibt es die Master-Version, das ist die, von der alle davon ausgehen, die können wir verkaufen. Genau darauf. Guckt schon ganz entsetzt. Genau darauf hatte ich gepokert. Aber es gab in unserer Geschichte natürlich auch schon viele Versionen. Also ich sag mal, als wir angefangen haben, haben wir gedacht, Alpha heißt, das Spiel ist zur Hälfte fertig. Beta heißt, dann das Spiel ist 3/4 fertig und Master, dann verkaufen wir es halt. Und da hat dann halt der erste Publisher gesagt, als wir gesagt haben, zu Alpha haben wir dann 5 von 10 Levels fertig, hat er gesagt, nee, da habt ihr 10 von 10 Levels fertig, haben wir gesagt, nö, da haben wir zum Master fertig, zu Beta haben wir 7 von 10 Levels fertig und zum Master sind dann alle da. Und dann hat er uns ein bisschen den Kopf gewaschen, der liebe Herr, Frau Publisher, und gesagt, das machen wir mal ein bisschen anders. Und danach waren wir stets bemüht, diese Dinge einzuhalten, aber viele Sachen sind dann doch immer nach hinten gerutscht. Inzwischen, glaube ich, haben wir es besser raus und sind dichter dabei. Technical Alpha kann bedeuten, technisch ist alles da, aber inhaltlich vom Content her ist vielleicht noch nicht alles dort, wo es sein sollte. Aber auch das gibt es verschiedene. Es gibt Leute, die sagen, es gibt eine Pre-Alpha. Da gucken wir uns schon mal an, ob alles in Ordnung ist. Wissen aber eigentlich alle, dass noch nichts in Ordnung ist. Bestimmen aber dann, was wir als erstes anpacken, um irgendwie noch die Alpha zu erreichen. Es gibt eine Alpha-Revision, wo wir sagen, da machen wir die Alpha dann wirklich richtig fertig, weil wir rausgefunden haben, was alles noch nicht fertig ist. Also man sieht, das Themenfeld ist sehr breit. Bei uns am allerwichtigsten, um das von meiner Seite abzuschließen, ist, wir schreiben immer auf, was heißt das für dieses Projekt, dieses Stadium zu erreichen. Ob das dann Technical Alpha oder Gummibärchen Alpha heißt, ist bei uns relativ wurscht. Hauptsache alle, die mitmachen, wissen, was damit gemeint ist und haben den Eindruck, dass es zur richtigen Stelle in der ganzen Entwicklung steht. Jetzt lass doch sehr, Björn sehr endlich Liste. Mal sagen, warum das nicht stimmt, was du sagst. Dann guck schon so traurig. Wir jetzt alles auseinandernehmen und ich halte die Klappe und überlasse ihm die Bühne. Naja gut, also im Grunde genommen ist das ja nicht ganz falsch, was du sagst. Aber... Das Problem ist, ich arbeite jetzt seit, ich weiß nicht, über 21 Jahren in diesem Kram hier. Ja. Und sowas wie Technical Alpha höre ich heute zum ersten Mal. Also entweder ist es eine Alpha oder ist es eine Beta oder ist es irgendwie eine Gamma, Delta, was weiß ich, Epsilara, ich immer, aber pass auf. Alpha ist, Feature ist fertig, alle Features sind drin und der Content muss noch fertig gemacht werden. Beta ist, alle Features sind drin und der Content muss noch fertig gemacht werden. So einfach ist das, ja. Und wer aufgepasst hat, es ist dasselbe. Also ich glaube an diesen ganzen Quatsch nicht.
Weil es ist immer je nachdem, wen du fragst, und die haben immer alle recht. Wir hatten hier einen Producer sitzen, der gesagt hat, irgendwie nicht so Beta, muss alles fällig gebalanced werden. Muss doch alles fertig sein. Wie? Das ist noch nicht. Dann haben wir den Controller falsch rum. Ja, wieso läuft der denn so komisch? Das ist aber noch nicht final. War das der Jan Wagner? Nein. Also wir hatten sehr viele unterschiedliche Producer. Und es ist halt so, der hat sich einfach vertan, ist klar. So, ne? Aber bei der Beta ist es so, das ist eine Glaubensfrage. Ganz einfach. So, es gibt Technical. Technical ist alleine schon so ein Widerspruch in sich. Eine Technical Alpha. Ach so, wann ist denn dann der Content Alpha? Wann ist denn dann irgendwie die Steam-Version Alpha? Wann ist denn die Konsolen-Version Alpha? Ist die denn auf der Alpha von der Alpha der PC-Alpha oder ist die auf der Beta von der Gamma? Verstehst du, das macht alles überhaupt keinen Sinn. Auf welchem Stand sind denn jetzt die Daten? Ja, die Daten sind immer aktuell, aber die Features nicht oder der Code nicht oder hast du nicht gesehen? Ich glaube, das ist ein Gummiparagraf. Ich weiß, dass man das ganz gerne immer in Förmchen packen möchte und manchmal funktioniert es auch und es deckt sich auch mit dem, was man erwartet. Ne? Aber Alpha, Beta, Gamma ist als Master, ist als Entwickler immer irgendwie so, ja, ach, ich hätte gerne noch mehr Zeit. Ne? Alle Features drin zu haben, dass alle irgendwie funktionieren. Super. Finde ich auch super, dass man das dann irgendwo so definiert und sagt irgendwie, man kann alles machen in dem Spiel. Man kann das Spiel im Grunde genommen durchspielen in der Alpha. So, ja, man kann das spielen und man kann irgendwie sagen, okay, hier ist noch nicht fertig und da ist noch nicht fertig. Und bei der Beta erwartet jeder, ja, dass das Spiel im Grunde fertig ist und nur noch gebugfixt wird. Jetzt hast du noch das Balancing mit reingebracht. Okay, wenn das Balancing so komplett nicht mal rudimentär drin ist, ja, dann kannst du das Spiel auch nicht wirklich von vorne bis hinten durchspielen. Nicht so, wie es gemeint ist. Ist schon ein Gummiparagraf, dieses Balancing. Haben die Dinge dann denn schon Werte? Jein. Also ist schon das erste Balancing drin, die erste Iteration des Balancings. So, gut, okay, dann kann ich schon mal Feedback schreiben. Nein, um Gottes Willen, das will man nicht. Man will doch nicht jetzt schon Feedback von Feedback und du hast doch nicht gesehen, Listen abhaken und dann irgendwie der Mantis Trackbase ist dann voller Bugs und irgendwelche Glitches und so. Ja, wir sind doch noch nicht fertig. Ja, wann seid ihr denn fertig? Ja, wenn wir fertig sind, verdammt nochmal. Beta, habt ihr aber gesagt. So, und das ist so schwierig. Also ich finde dieses Thema sehr schwierig. Und mein Problem mit dieser ganzen Sache ist die Erwartung. Wenn du sagst Alpha, ist das eine andere Erwartung für einen Producer, ist eine andere Erwartung für einen Entwickler, auch eine völlig andere Erwartung als für einen Endkunden. Weil die Endkunden gehen davon aus, lass mich doch die Beta. Und dann gucke ich mir das mal an, ob mir das gefällt. Und dann gebe ich dir noch mal 2 Jahre, ne, mit, dass du mein Feedback dann einarbeitest. Ist auch noch mal so eine Sache. Open Beta. Ist ja eine Open Beta, eine Technical Beta? Nee, das ist eine Open Beta. Das heißt, das Spiel ist im Grunde genommen fertig, hat aber noch kein Balancing. Doch, es muss ein Balancing haben, weil sonst ist es nämlich Early Access. Weil Early Access ist nämlich so, du gibst ein Spiel raus, ja, was eigentlich so völlig überhaupt nicht fertig ist, so gar nicht, ja, und ziehst den Leuten nur die Kohle aus der Tasche, weil die sollen schon mal bezahlen, weißt du? Nein, also du verstehst, was ich meine. Anthony, ne? Ist es nicht so, dass ihr sowas macht? Ihr bringt doch was raus und dann bringt ihr eine Alpha raus und macht immer weiter oder so. Ihr habt ja da immer eure Live-Geschichte, ne? Ihr seid ja anders als wir da. Ich frage einfach nochmal, dann kann ich nämlich rechtfertigen, dass ich dafür Geld bekomme, dass ich heute hier bin. Anthony, ihr habt ja Portal Knights im Early Access rausgebracht. In welchem Status der Entwicklung bringt man das raus? Bringt man da eine Alpha raus, eine Beta raus? Nachdem wir jetzt Björns Ausführungen zu diesen Schall- und Rauchkonzepten gehört haben, was ist da deine Erfahrung dazu? Ja, also ich meine, wie schon an mehreren Stellen erwähnt, ist die Definition dieser Dinge relativ fließend da draußen. Also wir sind auch wieder überrascht, dass Publisher immer andere Vorstellungen haben. Wir arbeiten ja oft dann mal mit jemand anderem auch mal und dann kommt da wieder raus, oh, im Vertrag steht X und gedacht haben über Y und solche Sachen. Also da muss man mal aufpassen, dass man es tatsächlich mal aufschreibt. Also ich glaube, das ist sicherlich hilfreich, auch innerhalb des Teams. Da gibt es dann unterschiedliche Auffassungen. Ist eine Alpha jetzt Content-Complete oder nicht? Oder ist die nur Feature-Complete? Oder ist der Critical Path? Und alle? Also ja, da gibt es verschiedene Auffassungen drüber manchmal. Beta, zumindest für meinen Geschmack, ist noch relativ konsistent mit Content und Feature-Complete. Und dann wird halt sich gebuggt und gepolished noch, dass das Ding auch wirklich releasebar wird. Aber Alpha ist schon meistens ein ziemlich schwammiges Gebiet, so ein bisschen, was da abgeht. Für den Early Access, ich meine, klar, ist auch so eine Sache, gibt es ja auch alle möglichen Themen, Spiele sind im Early Access, die nennen sich Alpha und all solche Sachen. Also
Hornlights hatte eine Beta-Phase, bevor wir in Early Access gegangen sind, und auch eine Alpha-Phase. Unabhängig von den Namen der Phasen geht es uns auf jeden Fall darum, dass wir ein Spiel haben, was man spielen kann, was nicht ständig crasht, also was gepolished ist für das, was es ist. Das hat vielleicht nicht die Feature-Fülle, die wir uns wünschen würden für das Spiel auf lange Sicht, aber das ist halt Early Access für meinen Geschmack. Es hat auch noch nicht allen Content, den man sich in dem Spiel vielleicht jemals wünschen würde. Aber man kann es spielen, man kann Spaß haben. Das ist eine runde Sache schon jetzt in dem Zustand. Und von da aus haben wir eine super Grundlage, um mehr dran zu docken. Und es ist nicht ein wackeliges Gerüst, das mit viel Tape und Liebe zusammengehalten wird, aber sofort auseinanderbricht, wenn es jemand anfasst. Das ist wichtig. Deswegen muss es auch für meinen Geschmack so etwas wie eine Beta-Phase geben, wo man dann sagt, jetzt mal ein bisschen Ruhe mit den jungen Pferden hier, nicht noch ständig neue Features da rein creepen, sondern jetzt müssen wir es langsam mal ein bisschen stabil machen. Ich weiß, ich bin dafür zuständig, mir Dinge zu wünschen, die dann ins Spiel kommen sollen, ja, bei uns zumindest, oder bei diversen Projekten, nicht bei allen. Und das ist natürlich ein stetiger Kampf mit Producing, ein positiver aus meiner Sicht. Was darf denn jetzt noch reinkommen, was nicht? Ja? Zu welchem Zeitpunkt können wir uns das leisten? Oder wann müssen wir den Sack mal zumachen und jetzt mal darauf konzentrieren, dass auch mal ein bisschen Zeit für die Bank da ist und Polishing und den ganzen anderen Kram, weil gepolished möchte ich es ja auch haben. Ja? Aber lieber Angst, dass das Ding irgendwie abfährt und dieses Feature, was man sich so gerne wünscht, ist leider nicht drin. Aber klar, wenn man den Sack nicht zumacht bis kurz vor Schluss und sagt, na, ist ja Early Access, dann launcht man halt irgendwas, was halt ziemlich shaky ist und die Community wird einem das danach nicht danken, da bin ich mir relativ sicher. Also ich glaube, es hat schon seinen Wert, wie auch immer man es dann nennen mag, dass man eine Phase hat, die dann auch sagt, jetzt ist mal langsam gut, was auch immer dann die Definition von Alpha, Technical Alpha, Pre-Alpha und Open Beta, gut, Open Beta ist noch was anderes, da gibt es sicherlich eine Menge Meinungen zu und wichtig ist, dass man sich auf eine einigt. Das ist nämlich jetzt schon so ein Thema, in das ich mit euch reingehen wollte. Wir wollten ein bisschen darüber quatschen, wann ist es denn zu spät, ein Feature nochmal einzuführen bzw. rauszuschmeißen. Ich tue mich jetzt aber sehr schwer, die Frage gut zu formulieren, weil wir gerade rausgefunden haben, diese Begriffe sind wirklich nur Schall und Rauch. Ich würde jetzt einfach mal bei Herrn Klose ansetzen und sagen, was ist denn, dich fragen, was ist denn dein Approach daran? Ich weiß gar nicht, wo ich hinzeigen soll, weil die sind ja bei euch überall anders arrangiert, ja. Und nicht so wie bei mir. Ich wollte eigentlich auf Anthony zeigen. Wo muss ich hinzeigen, Phil? Links von dir. Was? Das stimmt doch gar nicht. Ich bin über dir. Ja, das ist für jeden anders. Das war richtig, Jan. Zeig einfach weiter. Okay. Also wichtig ist nur, wie es bei mir aussieht. Im obwohl Overlay. Er eigentlich hier bei mir sitzt. Er hat ja gerade schon was erwähnt und ich glaube, dadurch können wir die zwei Sachen ganz toll wieder zusammenfügen. Und zwar hat er von Feature Complete gesprochen und von Content Complete gesprochen. Und das sind zwei Punkte, die schon viel eher, glaube ich, stärker definiert sind in der Entwickler- und Publisher-Gemeinde, weil sie eindeutiger sind. Also Feature Complete heißt halt, alles, was du im Spiel machen kannst, ist drin. Da gibt es natürlich dann wieder Definitionen, was heißt drin, wie weit geht das. Aber das heißt schon, ich sag mal, wenn du jetzt ein Spiel mit einem Grappling Hook und einem Wall Jump hast, dann sollten die beide bei Feature Complete drinne sein und nicht der Grappling Hook fehlt noch. Das geht nicht und das wird dir auch jeder sagen. Und wenn der nur ganz rudimentär drin ist, das sind auch so Sachen, mit denen kann man, glaube ich, ganz gut immer diskutieren. Ist es eher so ein Prototyp-Stadium? Da wird so eine weiße Linie irgendwo hingezogen und dann steht die Figur da. Das zählt noch nicht als Feature Complete, der Grappling Hook funktioniert. Da muss schon ein bisschen Grafikeffekte, Sound, Steuerung drinne sein. Dann kann man es wahrscheinlich zählen. Und ich glaube, das sind die Sachen, und wo das dann passiert, ob Technical Alpha jetzt Feature Complete ist oder nicht, oder ob die sonst wie heißt, das kann man dann aufschreiben, wie auch Anthony gesagt hat, und sagen, das ist es. Aber ich glaube, das sind so, und Content Complete genauso. Also sind alle Levels da, sind alle Figuren da, sind alle Waffen da, es ist alles Mögliche da. Und auch da, auch bei Content Complete gibt es oft dann halt noch Ausnahmen, aber die muss man auch aufschreiben. Ist schon die Sprachaufnahme gemacht. So, ist die Musik schon überall drin vertont in den Zwischensequenzen oder sowas? Am besten aber ja, ja, das wär, weil das ist viel Content und der beißt einen oft dann in die Hacken, wenn man ihn eben nicht auch mit da rein definiert und sagt, ah, das kommt ja dann später, das ist ja nur noch so das Polishing. Das stimmt halt ganz und gar nicht. Deswegen, ja, aber ich glaube, diese Dinge, da ist es einfacher, das dran zu sehen und da ist auch dran zu sehen, wann kann ich noch ein Feature reinmachen? Naja, nach Feature Complete eigentlich nicht. Und vor Feature Complete vielleicht mit viel Diskussion, ob die Zeit dafür noch da ist, vor allem wenn es ein neues ist. Und auch wie Anthony es schon ganz kurz angesprochen hat, Feature Creep ist halt so eine Sache. Man will eigentlich keine Features mehr reinhaben, weil man denkt, man hat alles, aber dann kommt halt die geile Idee.
Und die kommt ja oft auch, weil sie sinnvoll ist, weil man endlich das Spiel spielen kann. Vorher war es nur ein Ding auf Papier und auf einmal kannst du spielen und alle sagen, ja geil, aber eigentlich brauche ich hier, um jetzt mal bei den Bewegungsdingern zu bleiben, einen Doppelsprung. Das wird viel mehr Sinn machen. Ja? Und alle sagen, ja, haben wir ja nie geplant. Und dann sagst du, ja, aber guck mal, das fühlt sich irgendwie so doof an und alle wünschen sich das. Und dann sagst du, ja gut, dann gucken wir mal, ob wir den noch reinbauen können. Und dann hast du vielleicht ein Feature mehr. Und es kann natürlich auch passieren, nachdem du Feature Complete definiert und abgegeben hast. Nur dann ist es halt die ernsthafte Frage, solltest du das wirklich noch machen? Und damit riskieren, dass dein ganzer Zeitplan halt irgendwo hinten runterfällt. Denn gerade bei Features baust du ja oft Kernsachen des Spiels um. Hast einen Doppelsprung, kommst du auf ganz andere Steine vielleicht hochgesprungen in deinem Level. Wir müssen die Level-Designer vielleicht nochmal ran, damit du nicht zufälligerweise irgendwie das Level austricksen kannst oder sowas. Also oft macht man sich dann zu wenig Gedanken, was so ein Feature spät im Spiel noch alles für schlimme Sachen auslösen kann. Zumindest bei uns. Ja, das heißt, du würdest sagen, dass wenn man zum Beispiel ein Rennspiel macht, wenn man sowas wie Nitro einführen würde, nochmal als spätes Feature, das könnte grundlegend dann die ganze Struktur des Spiels verändern. Du redest jetzt aber nicht von unserem nächsten geheimen Projekt, hoffe ich. Niemals öffentlich, ja. Ach so, okay. Das wäre übelstes Mindgame, wenn wir wirklich ein Racing-Game machen würden. Das wäre so krass einfach. Wir wären so schlau, aber sind, naja, das wird kein Racing-Game, Freunde. Ich muss euch leider enttäuschen. Ihr müsst woanders hingehen. Also, ich hatte... Sorry, Anthony, du wolltest was sagen. Nee, ich wollte mich nur lustig machen. Ich wollte mich wirklich nur lustig machen, wie Racing-Game hochkommt heute. Die Knock-on-Effekte sind auf jeden Fall nicht zu unterschätzen. Ich meine, ich bin da auch ein Fan von, sich schnell was auszudenken, zu sagen, ja, lass uns das machen. Und dann merkt man dann manchmal, was danach noch an Dingen, an Problemen hinterherkommt. Daher, klar, sollte man sich auch einigermaßen sicher sein, was man da anrichtet. Natürlich gibt es ja in der Entwicklung auch genug Phasen, wo man solche Dinge machen kann. Da kann man das Spiel schon spielen, da ist noch nicht Alpha, Beta, Gamma, was auch immer. Das ist natürlich die beste Zeit, sich solche Dinge auszudenken, am besten in der Vorproduktion. Die gibt es ja auch noch. Ja, klar, nur muss man halt gucken, ja, irgendwie bezahlt so ein Spiel ja dann am Ende auch. Und es gibt meistens nicht infinite Geld für so eine Entwicklung, leider. Das ist wirklich bedauerlich. Und insofern muss man natürlich mal aufpassen, was wünscht man sich und was wünscht sich dabei automatisch weg, was man nicht direkt im Blick hat dabei. Das ist der große Haken. Ja, ich hatte wirklich sehr viele Diskussionen mit Menschen über dieses Alpha und Beta. Und jeder, der damit kommt, egal wer es ist, der ist fest davon überzeugt, dass er recht hat mit dem, was er sagt, über dieses Alpha-Beta. Und weil es halt sehr einfach ist, darüber dann so zu denken. Also wenn man sagt, so Content Complete ist halt Content Complete. Da sagst du, das ist eine ziemlich digitale Sache. Aber was ist denn mit dem Kram, den du noch nicht drin hast? Sagst du dann am Ende, würde das Beta, so, da ist Content Complete, dann darfst du auch das und das nicht mehr einbauen. Aber es wird Sinn machen, da kann man doch noch mal eben so. Ne? Ja, dann machst du im DLC. Nee, DLC machen wir nicht. Ja gut, dann machst du in den Patch, dann tust du in den Patch. Ja, soll ich das jetzt auf Halde liegen lassen, so lange, bis wir dann sagen, wir machen jetzt einen Patch-Branch und erst dann veröffentlicht das? Wird doch Sinn machen fürs Hauptspiel, das mal eben. Und dann, du weißt genau, was ich meine, Jan. Ne? Und dann sitzt du dann da und denkst dir so, ja, ach komm, scheiß drauf, tu es noch mit rein. Oder nicht? Ne? Und dann erwischt man sich dabei, dass man irgendwie eigentlich Spielkind ist. Ne? Als Entwickler, das möchte man ja eigentlich nur irgendwie geiles Spiel machen und das wird Sinn machen. Ach gut, dann tust du die Regeln auch so ein bisschen beugen und so. Man hat zwar gesagt, das ist jetzt, aber komm, das tust du nochmal eben. Ja, es gibt da vor allem, Ausreden, die gut funktionieren für einen selbst im Kopf. Und zwar, wenn irgendwas nicht so viel Spaß macht, wie alle gedacht haben. Ich kann ja ein Feature gebaut haben. Ich baue meinen, bleiben wir beim Grappling-Hook. Ich schieße den irgendwo rum, aber eigentlich braucht den überhaupt keiner im Spiel. Und der macht Sachen kaputt und der nervt alle und so weiter. Jetzt ist es aber schon ganz hinten im Spiel, dass wir das gemerkt haben. Man war ja auch nicht blöd. Man hat versucht zu reparieren. Man hat viele Runden gedreht. Man hat viele Sachen gebaut. Aber irgendwie, das Ding ist einfach blöd. Ja, so, was macht man jetzt? Wenn jetzt ein alternatives Feature daran kommt, keine Ahnung, der Sprunggleiter und mit dem kann man sich viel besser durch das Spiel bewegen, ja. Sagt, wow, das wär's doch.
dann hat man leider ein völlig neues Feature, was man noch nie getestet hat, was nicht im Spiel drin ist. Die Leute sitzen aber alle da und nicken und sagen, ja, der würde es eigentlich lösen. Hm, ja, stimmt, scheiße, ja, warum sind wir da nicht früher? Ja, jetzt ist es halt schon so spät. Und dann kannst du halt trotzdem sagen, ja, sorry, ihr müsst euch lieber was überlegen, wie ihr den Grappling-Hook noch ein bisschen schön poliert, dass es halt keinem so richtig auffällt und vielleicht doch ein bisschen Spaß macht. Und dann merkt man schon, keinem so richtig auffällt, damit hat keiner ein gutes Gefühl. Alle wollen das geilste Spiel rausbringen und nicht schon vor Release wissen, ja, das eine Ding, groß. Da redest du aber über fette Sachen, ne? Da redest du über richtig fette Features, die das komplette Spiel beeinflussen können. Aber die Kleinigkeiten so, mal eben, die gibt's auch, ne? Das kann auch im Kleinen sein, natürlich. Ja, ja. So, und die lässt man dann auch, Mann, also, komm, ist doch egal, komm, tust du mal mit rein. So, ne? Das muss man immer abwägen, auch nach einer Beta, ganz klar. Oder es kommt irgendein Feedback rein von den Leuten, wo du ganz genau merkst, ah, die Seitwärtsrolle, die ist irgendwie, da ist man invulnerabel, findet man doof, so. Das ist irgendwie so ein Exploit. Man evadet immer, evadet, schlägt. Das ist so wie, man bewegt sich schneller vorwärts, wenn man springt. Das heißt, wenn du dir ein Spiel anguckst, so, weißt du, dann springen immer alle. Alle springen. Oh, geil, geil, so, weißt du. Und eigentlich weißt du ganz genau, das will der Entwickler eigentlich nicht, dass man ständig springt. Hat man aber jetzt eingebaut. Ja gut, jetzt müssen wir damit leben. Aber in dem Moment, wenn du nach der Beta bist und sowas magst, dann musst du abwägen. Dann musst du dir denken, will man das wirklich sehen, dass man in dem Spiel immer springt? Das ist eigentlich so nicht gemeint, aber es ist irgendwie so ein Glitch, den jemand ausnutzt. Ne, so ein Speedrunner zum Beispiel, der springt und alle machen es ihm nach, so, ne, und das ist dann irgendwie, dann sagt man, ach komm, dann mache ich es irgendwie so, dass es vernünftig ist. Und solche Dinger, die machst du dann auch noch nach der Beta. Ja, aber jetzt kommt noch ein ganz wichtiger Punkt, den du gerade genannt hast, nämlich, wer ist dieses Mysteriöse, dann sagst du oder dann denkst du. Das ist nämlich einer der seltenen Punkte, wo es tatsächlich nur noch auf ein, zwei Leute in so einem großen Studio ankommt. Denn irgendwer muss dann den Mut haben, ich darf ja keine schönen Fäkalausdrücke. Also, irgendwer muss sich hinstellen und sagen, wisst ihr was? Ihr findet das blöd und außerdem kostet uns mehr Zeit, aber ich sage, wir brauchen das. Und das, damit kann man auch schief liegen und sagen, leider hat jetzt diese eine Person durch die Entscheidung den Release um einen Monat verschoben oder so. Deswegen sollte man sich gut absichern und genug Leute auf seine Seite bringen, um das zu machen. Aber trotzdem, am Schluss muss es einer sagen und manchmal sind die Entscheidungen falsch und das müssen wir nicht unbedingt nur über uns reden. Wir kennen das von vielen, vielen großen Produktionen, wo wir auch wissen, da hat dann halt der Creative Producer oder der Director hat gesagt, nee, wisst ihr, ich wollte das noch am Schluss und oder das Team konnte mich gerade noch davon überzeugen, dass wir das nicht machen und das war die richtige Entscheidung. Also oft geht es dann in dem Moment wirklich nicht mehr nur nach dem Plan, nicht mehr nur nach dem Geld, nicht mehr nur nach den Spielerfeedback, sondern da muss dann einer sagen, wie du es gerade gesagt hast, wisst ihr was, ist mir total egal, ob die am Schluss alle rumspringen, wir haben ein schönes Spiel und das macht uns nicht kaputt. Oder die Person sagt, wisst ihr was, das wird mich so auf den Geist gehen, wenn wir jetzt alle nur noch durch unser Spiel springen, das ist nicht das, was wir machen wollen, nehme ich in Kauf, ich glaube, es ist eine bessere Entscheidung, dass wir das verändern. Und das muss oft dann halt wirklich Bauchgefühl oder Erfahrung sein und da sitzt kein Komitee mehr da und alle heben die Hand, springen oder nicht. Meistens ist es dann doch so, dass einer oder zwei, drei, aber eine ganz kleine Gruppe mit ihrem Gefühl dann noch drehen müssen. Feature rein, Risiko eingehen, wie du gesagt hast, Björn, gerade ist je später, desto höher, desto exponentiell höher ist das Risiko. Will man es nicht? Da gibt es dann kein Lehrbuch mehr für. Ja, aber ich meine, trotzdem heißt es ja nicht, dass deswegen so eine Phase keinen Sinn macht, weil man macht ja eh was man will, sozusagen unterm Strich. Ja, ja. Ich glaube schon, dass es wichtig ist, so ein bisschen so eine Zielmarke zu haben. So ab hier ist jetzt der Point of No Return mal erreicht. Und dann ist aber auch irgendwie klar, wenn ich jetzt noch mit sowas ankomme, dann ist es ein Problem. Also, weil es ist halt faktisch so, wir leben halt, zumindest vermute ich das von unseren Studios, dass wir nicht so in Saus und Braus leben, zu sagen, aber was soll's, hängen wir noch mal ein Jahr dran. Wisst ihr was? Kostet doch gar nichts. Ja. Und das können manche Entwickler so ein bisschen leichter, aber da bin ich mir nicht sicher, ob die das auch so können. Nach wie vor nur zwei große Entwickler auf der Welt. Oder? Rollen dann auch Köpfe oder es gibt heiße Ohren und solche Sachen, was man so kennt. Und ja, manche können es halt einfach nicht, weil ich meine, klar, niemand möchte für Laudern plötzlich arbeiten. So, Jungs, hier, euer Gehalt, da reden wir nochmal drüber. Ihr macht jetzt nochmal ein paar coole Features rein, die wir uns gerade ausgedacht haben. Ja, zahlen können wir es leider nicht mehr. Aber also natürlich gibt es irgendwo einen physischen Punkt, wo man das dann hinkriegen muss. Mit einem Publisher kann man natürlich immer diskutieren und sagen, hey, ihr müsst aber noch ein bisschen was zahlen. Wir schieben die Beta, was ja faktisch dann der Fall ist im Prinzip unterm Strich. Und jetzt machen wir das einfach noch, weil es besser ist, jetzt nochmal einen sauren Apfel zu beißen, nochmal ein bisschen Geld drauf zu werfen, als das Ding zu schippen und dann springen alle und das Spiel ist scheiße oder was auch immer dann passiert da, was man denkt, was dann schlimm ist. Klar gibt es den Fall, aber ich glaube, das invalidiert jetzt nicht unbedingt die Existenz von diesen Zielmarken.
Weil wenn man die nicht hat, also so gar nicht im Blick hätte, was der Umkehrschluss wäre, oder jetzt unterstellen zu wollen, dass der Björn das so haben möchte, dann entwickelt man halt fleißig vor sich hin. Ich meine, das kennt man von manchen Indie-Teams, was ja auch okay ist. So hat man das ja ganz früher, als man angefangen hat, auch gemacht, als es noch keinen Publisher in seinem Blickfeld gab. Geld brauchte man auch nicht unbedingt, weil man halt ja studiert oder irgendwas nebenher und das war ja alles noch nicht so ganz brenzlig. Dann ist es eine andere Situation, dann packt man halt rein, was man will, dann dauert es halt 2 Jahre länger, so what, so ungefähr. Ja. Aber das kann man halt nicht bringen mit so vielen Leuten am Schiff. Ja, genau, ja. Nein, würde ich gerne, weil wir ja der große, große ehrliche Kanal sind, der alles verrät und wir das auch schon ein paar vergangenen Folgen haben. Wenn du halt 30 bis 60 Leute in deinem Studio hast und du 3 Monate länger arbeitest, kostet das ungefähr, weiß nicht, 1 Million Euro, so grob, kann ein Viertel weniger, kann ein Viertel mehr sein, kann viel mehr sein, wenn du teurere Leute hast, aber du bist schnell in der Zeit 1 Million Euro los, die du dann irgendwie da reinstecken musst. Und das ist halt eine Hausnummer. Ja? Welcher Finanzier sagt, klar, wir verschieben jetzt das Ganze, weil ihr ein paar dufte Ideen habt und geben da nochmal so viel Geld für aus. Also das, denke ich, ist genau das, was du gerade gesagt hast, Anthony. Wenn man für sich alleine oder in einem kleinen Team ist und sagt, das können wir stemmen, wir haben noch ein paar Rücklagen oder wir haben eh noch gut verdient aus dem letzten Projekt oder sowas, geil. Ja. Dadurch werden ja auch gerade ein paar Indie-Titel so gut und so lieb gewonnen, weil sie eben genau sowas machen können und das hinkriegen. Im Gegensatz zu halt großen Titeln, die so viel Finanzierungsdruck haben, wo jemand sagt, so, nee, 1 Million mehr geben wir für euch jetzt nicht aus. Aber das heißt natürlich trotzdem auch nicht, dass man solche Sachen nicht macht. Ja, genau. Ich meine, es gibt ja durchaus auch, deswegen in der Beta-Phase auch das Ziel, nicht nur Bugs zu entfernen, das ist natürlich wichtig, sondern auch das Spiel zu polishen, was auch immer das natürlich heißen mag. Ja, halt dafür zu sorgen, dass sich der Kram wirklich gut anfühlt, was auch immer dann da nötig ist. Hoffentlich keine Großbaustellen aufreißen. Ja. Aber natürlich muss man eben auch Zeit dafür einplanen, nicht nur eine Riesenliste Features erstmal abzuhaken und dann sind die alle drin, dann ist das Spiel fertig. Und dann merken alle Leute so, huch, ist ja scheiße. Sondern natürlich doch, dass man auch Zeit hat, immer wieder zwischendrin, aber hoffentlich auch noch zum Schluss Dinge glatt bügeln zu können, die dann eben das zu einem runden Spiel zu machen. Weil ja, teuer genug war es ja, gerade wenn man sich denkt, das läuft nicht nur ein paar Monate, sondern ein paar Jahre so eine Entwicklung. Dann will natürlich auch kein Publisher oder wer auch immer es finanziert, sein Geld dann einfach irgendwo ganz wörtlich das Klo runterspülen, ja, wenn das Spiel dann halt leider doof ist. Ja. Also das ist halt immer eine harte Nuss, dann noch zu entscheiden, was muss jetzt. Alle müssen da sehr hart feilschen und sehr viel abwägen und ein bisschen Glück ja. oder Erfahrung oder beides mitbringen. Ja. Um diese Folge mit den Worten zu beenden, die diese Folge eingeleitet haben, es kommt immer drauf an. Es ist wirklich alles Schall und Rauch, meine Freunde. Und ich habe dieses Thema mitgebracht, weil ich langsam so ein bisschen das Gefühl habe, dass diese Begriffe auch sehr, sehr viel fürs Marketing missbraucht wurden. Und deswegen hatte ich sehr darauf gepokert, dass ihr alle meine These bestätigt, dass das nämlich nichts zu bedeuten hat. Wenn ihr einen Trailer im Internet seht, ich habe letztens einen Trailer geschnitten und war mir unsicher, weil viele dieser Assets, die da drin vorkommen, die werden gerade noch ausgetauscht. Und dann habe ich erfahren, okay, dieses Spiel ist gerade offensichtlich in einem Pre-Alpha-Status. Dann habe ich mir angeguckt, wie andere Pre-Alpha-Trailer aussehen von Spielen, die in diesem Status sind. Und habe gemerkt, hey, die sehen ja komplett fertig aus, da werden die ganzen Mechaniken gezeigt. Also irgendwie haben wir eine andere Pre-Alpha als die. Oder wenn ich zum Beispiel höre, dass es 2 Wochen vor Release eine öffentliche Beta für Spiele bekommt, öffentliche Beta für Spiele gibt, die dann natürlich deswegen Feedback machen und Balancing. Und dann merkst du, nee, warte mal, in 2 Wochen wirst du nicht dein Balancing des Spiels anhand dieses Feedbacks umschmeißen. Also ich habe das Gefühl, da geht einfach mit diesen Begriffen viel, viel Marketing einher. Und deswegen wollte ich gerade mal so ein bisschen Bewusstsein schaffen. Es ist eine Definitionssache. Das legt im Endeffekt jeder für sich selber fest. Wichtig ist nur, dass innerhalb des Teams klar ist, was ist Phase, dass mit dem Publisher klar ist, was Phase ist. Und ansonsten darf da auch jeder seine anderen Definitionen haben. Das war's gewesen von der großen Produktionsstadienfolge, von der Wann darf man Features reinschmeißen, wann sollte man sie rausschmeißen Folge. DevPlay gibt es wie immer auf allen bekannten und wunderbaren Podcast-Plattformen, auf der GameStar Plus und bei YouTube. Und ihr dürft sehr gerne in den Kommentarbereichen partizipieren und uns ein paar Themenvorschläge für das nächste Mal reinschreiben. Bis dahin, bleibt gesund, passt auf euch auf. Tschüss. Tschüss. Ciao. Ja.